New Yorker Flughafen LaGuardia am 22. März 1992. Ein Pendlerflugzeug mit 51 Passagieren an Bord versucht zu starten. Aber die Maschine steigt nicht. Sie wussten, dass sie in Schwierigkeiten steckten, kämpften aber bis zum Ende. US Air Flug 405 stürzt in das eiskalte Wasser der Flushing-Bucht. 27 Menschen sterben. Für die US-Ermittler ist es ein klarer Fall. Dieser Unfall war für uns keine große Überraschung. Die kanadischen Ermittler sind fassungslos. Sie wissen, der Unfall in New York hätte nie geschehen dürfen. Als ich es hörte, habe ich gedacht, mein Gott, das ist Dryden nochmal. 3 Jahre zuvor hatten umfassende Unfallermittlungen in Kanada die Anfälligkeit eines Flugzeugs aufgedeckt und Hinweise zur Verhinderung weiterer Unglücke gegeben. Wenn Sie den Vorschlägen in meinem Report gefolgt wären, hätte der Absturz bei LaGuardia verhindert werden können. Der LaGuardia-Absturz macht deutlich, die Warnung kam nie bei den richtigen Leuten an. Der 10. März 1989. Es ist 11.39 Uhr am Dryden Flughafen in Ontario. Es gibt leichten Schneefall, als Air Ontario Flug 363 auf dem Weg von Thunder Bay nach Winnipeg in der abgelegenen Gemeinde Halt macht. Die Passagiere bleiben an Bord, während die Maschine aufgetankt wird. Für Flugbegleiterin Sonja Hardwick und die Crew an Bord der Fokker F-28 war es ein frustrierender Tag voller Verspätungen. Big, fluffy, white snowflakes. Große, flaumige Schneeflocken fielen langsam auf die Erde und es war sehr düster. Ich dachte mir, das bedeutet, dass wir uns mal wieder verspäten würden. Ich glaube nicht, dass wir es pünktlich nach Winnipeg schaffen. Es ist Freitag, der Beginn der Märzferien. Der Flug ist bereits eine Stunde verspätet. Eine weitere Verspätung könnte die Ferienpläne der 69 Passagiere und Crew gefährden. Es waren viele Familien auf dem Weg in die Ferien an Bord. Die meisten wollten in den Skiurlaub und waren wegen ihrer Weiterreise von Winnipeg besorgt. Kenora Dryden, hier ist Ontario 363. Ontario 363, Kenora. Als der erste Offizier Keith Mills die Wetterbedingungen abfragt, kommt Captain George Morwood gerade von einem Telefonat im Flughafengebäude zurück. Es wird schlimmer. Was gibt's Neues? Und wird sich nicht vor dem späten Nachmittag aufklären. Verstanden. Ziemlich heftiger Schneefall. Sieht schlecht aus, aber die Startbedingungen sind erfüllt. Gut, wir haben viele Passagiere, die ihre Anschlussflüge kriegen wollen. Hoffen wir, dass das Wetter hält. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Die Sichtweite wird geringer. Wenn die Maschine nicht bald startet, könnte sie auf unbestimmte Zeit festsitzen. Dryden ist eine sehr kleine Stadt in einem abgelegenen Teil von Ontario. Die Gemeinde mit 6.500 Einwohnern liegt isoliert zwischen Thunder Bay und Winnipeg. Raue kanadische Winter mit Temperaturen bis minus 35 Grad Celsius sind die Norm hier. Kein Ort, an dem man inmitten eines Schneesturms feststecken will. Don Crawshaw von der Royal Canadian Mounted Police und sein Partner bringen einen Gefangenen nach Winnipeg. Als wir den Gefangenen überprüften, stellte sich heraus, dass er gewalttätig war. Deswegen mussten wir ihn zu zweit begleiten. Er wurde in Banff wegen Betrugs gesucht und sollte deswegen zurück nach Alberta gebracht werden. Okay, Hinweisleuchten. An. Instrumente. Synchron. Gecheckt. Captain Morwood startet Triebwerk 1 mit Hilfe des bereits laufenden Triebwerks 2. Morwood und Mills sind beide erfahrene Piloten. Sie sind jedoch jeder weniger als 100 Stunden in der Fokker F-28 geflogen.
Das mehrere Millionen Dollar teure Flugzeug ist der erste Air Ontario Jet, der diese abgelegene nördliche Region anfliegt. 24 Minuten nach der Landung in Dryden ist Flug 363 startbereit. Informiere Kenora, dass wir rollen. Triebwerke laufen, rollen auf die Startbahn, erbitten Luftwegfreigabe nach Winnipeg. Wartet kurz, Jungs. Könnt ihr kurz warten, wir haben hier oben schlechtes Wetter. Die dringende Bitte um Landeerlaubnis eines Flugzeugs, unglaublich, lässt Captain Morwood keine andere Möglichkeit. Er muss den Start verzögern. Okay, 363 wartet. Wir müssen kurz warten, bis ein kleines Flugzeug sicher gelandet ist. Entschuldigung, Leute. Das ist nicht unser Tag. In den 2 Jahren, die ich für Air Ontario geflogen bin, ist mir so etwas noch nie passiert. Die Cessna 150 landet sicher und macht die Startbahn für Flug 363 frei. Sag ihnen, dass wir sofort starten. Kenora, Ontario, wir rollen gerade raus. 363, Dryden. Mit einer Stunde Verspätung rollt die Maschine endlich zur Startposition 29. Als wir zu unserer Startposition rollten, schneite es stark und ich konnte die Baumlinie nicht mehr sehen. Es war, als würde man durch einen Schleier schauen. Bitte entschuldigen Sie die Verspätung. Flugbegleiter, nehmen Sie Ihre Plätze für den Start ein. Um 12.09 Uhr ist Flug 363 startbereit. Sagen Sie Kenora, dass wir bereit sind. Kenora, Dryden, Ontario, 363 ist bereit, zu 29 in Dryden zu rollen. Ontario, 363, Kenora, roger. Captain Morwood fährt die Triebwerke kurz hoch. Durch das Erhitzen werden sie von Schnee und Eis befreit. Dann beschleunigt er zum Start. Beim Start bin ich normalerweise sehr still und konzentriert. In Gedanken gehe ich akribisch die Checkliste für Notfälle durch. V1. Die F-28 erreicht Startgeschwindigkeit. Rotate. 148 Stundenkilometer. Unser Start war so langsam und schwerfällig wie der Gang eines trägen Menschen, der einen Berg hochgeht. Es ist offensichtlich etwas nicht in Ordnung. Die F-28 hat Schwierigkeiten hochzukommen. Wir streiften die Bäume und die Maschine fing an zu wackeln. Ich dachte, oh Gott, wir stürzen ab. Plötzlich war die Hölle los. Es fühlte sich an, als steckten wir in einem Mixer. Wir neigten uns nach links und rechts. Der Pilot versuchte, die Maschine hochzukriegen. Dann gab es plötzlich einen Energieschub. Die Maschine schien sich zu stabilisieren. Man konnte spüren, wie die Piloten versuchten, sie unter Kontrolle zu bringen. Aber nach einigen Sekunden war es wieder wie im Mixer. Ich schrie, Notfall, Kopf runter, Hände an die Füße. Hände an die Füße, Köpfe runter. Ich schrie und schrie und nahm dann die Sicherheitsposition ein. Ich hörte Leute schreien, es war laut und furchtbar. Unsere Maschine stürzte ab. Die Piloten sind hilflos. 49 Sekunden nach dem Abheben stürzt Air Ontario Flug 363 950 Meter westlich der Startbahn 29 ab. Überall lagen Flugzeugteile herum. Ich wusste nicht, wo ich war und dachte, oh Gott, ich lebe noch. Es ging alles so schnell. Die Maschine kam so auf dem Boden auf, dass die rechte Flugzeugseite aufriss und der Weg nach draußen frei war. Wir wären sonst wahrscheinlich nicht rausgekommen. Der Gefangene trug immer noch die Handschellen. Ich habe sie ihm abgenommen. Er ist mir nicht von der Seite gewichen. Dann verließen wir das Flugzeug. Überall gab es Feuer und Explosionen.
Und ich dachte, oh Gott, die Maschine ist voller Treibstoff. Hier lang. Ich rief hier lang, damit die Leute meine Stimme folgten. Los, hier lang. Die Passagiere retten sich aus dem Wrack, bevor das Feuer sich ausbreitet. 45 Menschen überleben den Unfall, aber 24 sterben. Unter ihnen Captain Morwood und der erste Offizier Mills. Notfallmannschaften erreichen die Absturzstelle im Wald. Die Verletzten werden ins Krankenhaus von Dryden gebracht. Ich war besorgt, denn ich hatte die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut und den Schnee gesehen. Auf der Stadtbahn habe ich nichts gemerkt. Als wir die Bäume streiften, wusste ich, dass was schief läuft. Innerhalb von 24 Stunden ist ein Ermittlerteam der kanadischen Flugsicherheit CASB an der Unglücksstelle. Man kommt dort mit der Hoffnung an, herauszufinden, was passiert ist und aus welchen Gründen und wie es in Zukunft verhindert werden kann. Zuerst sind wir die gesamte Strecke des Flugzeugs bis zum Ende der Startbahn abgelaufen und dann die Flugstrecke bis zur Absturzstelle. Ich wollte alles dokumentieren und machte viele Fotos. An einer Absturzstelle überwältigen einen zwei Dinge: der Geruch von Kerosin und der Geruch von Tod. Die Bäume am Ende der Startbahn 29 geben Ermittler David Rohrer und seinem Team wichtige Hinweise zum Absturz der F-28. Das Flugzeug bekam am Ende der Startbahn durch den sogenannten Bodeneffekt Auftrieb, stieg aber nicht auf und schnitt die Baumspitzen ab. Die Baumspitzen sind abgetrennt. Sie sind nie geflogen. Es gab 24 Tote, inklusive zweier Piloten und einer Stewardess. Sie haben bis zuletzt ihren Job gemacht. Man will ihnen gerecht werden, aber man muss auch fair sein. Wenn Fehler gemacht wurden, dann müssen sie in Ordnung gebracht werden. Aus dem Heck des Wracks bergen die Ermittler die beiden Blackboxes der F-28, den Flugdatenschreiber und den Stimmenrekorder. Die Geräte können bis zu 30 Minuten lang Temperaturen von bis zu 1100 Grad Celsius standhalten. Die Ermittler finden heraus, dass die Magnetbänder der Rekorder durch extreme Hitze stark beschädigt sind. Man schätzt, dass der Flugschreiber mindestens 90 Minuten lang einer Temperatur von 1100 Grad Celsius ausgesetzt war. Die Daten sind nicht mehr zu retten. Das war ein schwerer Rückschlag für uns. Wir mussten unsere gesammelten Informationen nun von neutraler Seite verifizieren lassen. Wir wollten gerade aus Thunder Bay los, als man uns 10 weitere Passagiere zuteilte. Die Ermittler müssen sich auf Augenzeugenberichte verlassen, um die Ereignisse zu rekonstruieren, die zu dem fatalen Fehlstart führten. Sie finden heraus, dass die F-28 in Winnipeg gestartet war und planmäßig nach Thunder Bay und wieder zurückfliegen sollte, mit einem Zwischenstopp in Dryden. Aber in Thunder Bay änderte sich der Plan. Die Streichung eines anderen Fluges zwang die Besatzung dazu, 10 weitere Passagiere an Bord zu nehmen. Bei den Kalkulationen merkten sie dann, dass wir zu schwer waren und etwas abgeladen werden musste. Okay, dann lass uns etwas Treibstoff entladen. Sie luden Treibstoff ab, damit wir das richtige Gewicht hatten. Dispatch Ontario 363. Der Flug verspätete sich um eine Stunde. Das zusätzliche Gewicht der neuen Passagiere lässt der Besatzung keine Wahl. Sie muss Treibstoff loswerden, um das Gewicht der Maschine zu verringern. Das bedeutet, dass sie in Dryden für den Rückflug nach Winnipeg
mehr als üblich auftanken muss. Rora fragt sich, ob die Planänderung zu einer Fehlkalkulation von Gewicht und Schwerpunkt geführt hat. War die F-28 zu schwer für den Start? Ihm fällt etwas Verblüffendes auf. Das Gewicht- und Schwerpunktformular für den Start in Dryden wurde nicht wie erforderlich abgeholt, sondern verbrannte im Flugzeug. Rora muss für die Berechnung des Passagier- und Gepäckgewichts die Durchschnittswerte von Air Ontario nutzen. Mithilfe dieser Daten und den Treibstoffaufzeichnungen des Flughafens kann er das Startgewicht schätzen. Wir wussten, wie viele Menschen an Bord waren. Wir wussten, wie viel Gepäck die Maschine geladen hatte und wir kannten die Treibstoffmenge. Er schätzt, dass die F-28 zwischen 28 und 29 Tonnen wog. Das maximale Startgewicht war 29,5 Tonnen, also war das Flugzeug nicht überladen. Der Grund für den Absturz bleibt ein Rätsel. Nach 18-tägigen Ermittlungen beauftragt die kanadische Regierung, Richter Virgil Moshensky eine weiterreichende Untersuchung aller Faktoren durchzuführen, die zur Air Ontario-Tragödie geführt haben könnten. Die Regierung suchte einen erfahrenen Prozessrichter, vorzugsweise mit Flugerfahrung. Moshensky ist erfahrener Pilot mit 33 Jahren Flugerfahrung. Er wird eng mit Absturzermittler David Rohrer und Flugberater Frank Black zusammenarbeiten. Als erstes untersucht das Team die technischen Systeme der Maschine. Das elektrische System, die Hydraulik, das Treibstoffsystem, alle diese Systeme wurden untersucht im Hinblick darauf, was sie zum Unglück beigetragen haben und welche Trümmerteile für die Unfallforschung noch zu gebrauchen sind. Sonja Hartwig erinnert sich an einen beunruhigenden Vorfall an Bord derselben Maschine, nur Tage vor dem Absturz. Dies deutet auf einen Systemfehler hin. Ich glaube, es war Montag oder Dienstag. Nach dem Start war überall im Flugzeug Rauch und ein furchtbarer Gestank. Ich dachte, es brennt im Waschraum. Aber weder im Waschraum noch sonst irgendwo in der Kabine brennt es. Es hieß, dass Öl im Hilfstriebwerk dafür verantwortlich war und dass das bei jedem Start an dem Tag passieren würde. Das APU oder Hilfstriebwerk generiert die Energie für den Start der Triebwerke. Verursachte brennendes Öl im Hilfstriebwerk ein Feuer, das zum Absturz von Flug 363 führte? Rora sucht in den Logbüchern nach dem APU und macht eine überraschende Entdeckung. Das Hilfstriebwerk funktionierte am Tag des Absturzes nicht. Es konnte das Feuer nicht verursacht haben. Vielleicht hat das funktionsuntüchtige Hilfstriebwerk trotzdem eine Rolle in der Tragödie gespielt. Die Ermittler finden heraus, dass die Piloten in Dryden eine riskante Entscheidung treffen mussten. Normalerweise verlässt sich der Kapitän auf das APU für den Neustart der zum Auftanken abgeschalteten Triebwerke. Aber ohne das APU konnte er die Triebwerke nicht ausschalten. Das bedeutet, dass Flug 363 mit einem laufenden Triebwerk auftankte. Captain Morwood musste mit Passagieren an Bord Treibstoff aufnehmen. Er musste ein Triebwerk anlassen und auftanken. Diese Praxis ist nicht gegen die Vorschriften, aber möglicherweise auslaufender Treibstoff macht sie gefährlich. In Toronto starb 1973 ein Wartungsarbeiter, als eine Air Canada DC-8 während des Betankens abbrannte. Es ist keine gängige Praxis. Könnte die Art des Betankens die Triebwerke beschädigt haben? Der Manager von Drydens Flughafen, ein früherer Militärpilot, vermutet, dass es Probleme mit den Triebwerken gab. Er erzählt Rora, dass er den Start von seinem Büro aus gesehen hat und ein Explosionsgeräusch hörte, als es außer Sichtweite flog. Für ihn bedeutete das Brennschluss oder Triebwerkschaden.
Ich dachte, das wird eine öffentliche und möglicherweise kontroverse Ermittlung. Um die Wahrheit herauszufinden, brauchten wir stichhaltige Beweise vom Unfallhergang. Also haben wir alle Teile des Flugzeugs in unser Labor in Ottawa gebracht. Irgendwas? Es gibt Anzeichen für einen Triebwerkausfall als Unfallursache. Nehmen Sie auseinander. Und Rora ordnet ausgiebige Triebwerktests an. Diese Triebwerke wurden genauestens untersucht. Er findet heraus, dass die beiden Rolls-Royce-Triebwerke nur geringe strukturelle Schäden davongetragen haben. Es gibt keine Hinweise auf ein Feuer, nichts, was auf einen Ausfall hinweist. Mit wenigen handfesten Beweisen stehen die Ermittler wieder ganz am Anfang. Um das Rätsel zu lösen, nehmen sie sich die Berichte der Überlebenden und Augenzeugen vor. Ein roter Faden zeichnet sich ab. Die Augenzeugen gaben an, auf den Tragflächen Schnee und Eis gesehen zu haben, als die Maschine versuchte zu starten. Rora untersucht die Wetterdaten. Wir hatten gute meteorologische Informationen. Die Karten zeigen, dass in der halben Stunde, die die F-28 in Dryden auf dem Flughafen stand, die Sicht wegen des Schneesturms von 4 Kilometern auf weniger als 1 Kilometer sank. Auch wenn wir weitere Gründe finden sollten, spielten Schnee und Eis auf den Tragflächen auf jeden Fall eine Rolle bei dem Unglück. Sonja Hardwick erzählt den Ermittlern, dass sie während des Starts etwas Ungewöhnliches beobachtete. Als wir abhoben, sah ich, dass die Tragflächen von einer Schicht grauem, glänzendem Eis bedeckt waren. Die Ermittler prüfen die Handbücher der F-28, um die Enteisungssysteme zu untersuchen. Sie finden heraus, dass nur die Vorflügel geschützt sind. Das Flugzeug hatte beheizte Vorflügel. Ich frage mich, ob das Enteisungssystem funktioniert hat. Die Wärme kam von der Abzweigluft der Kompressoren am Triebwerk. Sie hatten die Entlüftungsventile gefunden, welche die Abwärme der Triebwerke zu den Vorflügeln leiten. Ein Test bewies, dass sie funktionierten. Das Enteisungssystem funktionierte. Da aber lediglich die Vorflügel beheizt waren, wurde das Eis auf den Tragflächen von Flug 363 nicht entfernt. Die Ermittler vermuten, dass Schnee- und Eisansammlungen auf den Tragflächen bei dem Absturz eine wichtige Rolle gespielt haben. Um diesen Verdacht zu bestätigen, arbeiten Rora und sein Team mit Ingenieuren von Fokker zusammen. Danke, dass ihr da seid. Ich bin gespannt, was ihr habt. Der Chefingenieur Jack Van Hanks verfügte über ausführliche aerodynamische Studien und Daten zu den Effekten von Eis und Schnee auf die F-28. Die Fokker-Ingenieure simulieren den Absturz. Sie konnten aussagekräftige Daten zum Flugverhalten der Maschine sammeln, indem sie unterschiedliche Fracht, Temperaturen und so weiter simulierten. Die Ermittler machen eine entscheidende Entdeckung über den Aufbau der F-28. Wegen des Winkels, in dem die Tragflächen angebracht sind, führt schon eine kleine Menge Eis zu einem Strömungsabriss. Sie schlossen daraus, dass schon eine Kleinstmenge Eis auf den Flügeln den Luftstrom stört und den Auftrieb behindert. Das beantwortet eine Menge Fragen. Die Simulationen stützen die Augenzeugenberichte. Sie hob kaum ab. Die Tragflächen senkten sich. Sie verloren Auftrieb, streifte die Bäume und verlangsamte sich, bis sie abstürzte. Die Experten sind sich sicher, dass die vereisten Tragflächen den Absturz verursacht haben. Aber unklar ist, warum die Maschine vor dem Start nicht enteist wurde. Fast alle Flughäfen in kalten Regionen verfügen über Enteisungsanlagen, so auch Dryden. Aber Captain Morwood hatte keine Enteisung angefordert.
Es wird schlimmer. Was gibt's Neues? Und wird sich nicht vor dem späten Nachmittag aufklären. Verstanden. Die Ermittler müssen herausfinden, warum. Sie wollen verstehen, warum er sein Leben riskierte. Hoffen wir, dass das Wetter hält. Und das der 68 anderen Menschen an Bord von Flug 363. Die Ermittler arbeiten sich durch George Morwoods Flugaufzeichnungen und seine Berufslaufbahn. Sie befragen Kollegen auf der Suche nach Hinweisen für sein Verhalten. Captain Morwood war ein sehr erfahrener Pilot der alten Schule. Er war der Ansicht, dass Dinge anständig gemacht werden sollten und hatte klare Vorstellungen von richtig und professionell. Er war immer sehr besorgt um die Passagiere. Ihm war es wichtig, dass sie pünktlich am Ziel ankamen. Air Ontario war eine wachsende Firma. Es war ihr erster Ausflug in die Arbeit mit Jets. Ich bin sicher, dass Captain Morwood nicht immer mit allem einverstanden war. Und ich bin sicher, dass er es die Verantwortlichen hat wissen lassen. Morwoods Vergangenheit zeigt, dass er wegen Vereisung schon Flüge verschoben und abgesagt hat. Rora ist verblüfft. Warum hat er in Dryden keine Enteisung verlangt? Ein Pilot, der an dem Tag in Dryden war, liefert einen Teil der Antwort. Er hörte, wie Morwood mit Air Ontario telefonierte. Das versuche ich Ihnen zu sagen. Er war frustriert und sehr besorgt um seine Passagiere. Morwood beschwert sich bei den Piloten über die Fluggesellschaft. Diese Typen. Weißt du, wie schwer wir waren, bevor wir aus Thunder Bay los sind? 29,9 Tonnen. Ich musste Treibstoff abladen. Jetzt das. Was soll ich jetzt machen? Nein. Überleg du dir was. Augenzeugen geben an, dass er sehr wütend war, als er das Flughafengebäude verließ. Die Ermittler fragen sich, was der Auslöser dafür war. Sie versuchen, den Tag des Piloten am 10. März zu rekonstruieren. Das war der 5. Tag einer langen Arbeitswoche für Captain Morwood. Am nächsten Tag wollte er mit seiner Familie in den Skiurlaub. Vor seinem ersten Flug dieses Tages findet er heraus, dass das Hilfstriebwerk der Maschine immer noch nicht funktioniert. In Thunder Bay gibt es noch mehr schlechte Nachrichten. Nach dem Neubetanken muss Morwood 10 weitere Passagiere aufnehmen. Deshalb muss er Treibstoff abladen und verliert noch mehr Zeit. Unser Flugplan ist dahin. Dann laden wir mal Treibstoff ab. Morwood würde Thunder Bay verspätet verlassen. Dispatch Ontario 363. Captain Morwood war ein Pilot, der Verspätungen hasste. Auf dem Weg nach Dryden und mit einer Stunde Verspätung trifft die Wettervorhersage von leichtem Regen und Nebel nicht mehr zu. Captain Morwood hat die Vorhersage von Eisregen in Dryden nicht bekommen. Als die Maschine in Dryden landet, verschlechtert sich das Wetter im Minutentakt. Das Flugzeug steht dort eine halbe Stunde, in der sich auf den Tragflächen Schnee sammelt. Ich muss deswegen mal jemanden sprechen. Die Ermittler finden vielleicht nie heraus, wie besorgt Morwood wegen des Wetters war, aber sicher ist, dass es ihn beschäftigt hat. Als Rora den Betanker fragt, findet er heraus, dass sich Morwood kurz vor dem Start nach Enteisung erkundigt hat. Können wir enteisen? Der Betanker sagt, er hätte Morwood die Enteisungsmannschaft gezeigt. Dann macht er eine Aussage, die erklären könnte, warum der Kapitän nicht enteist hat. Air Ontario hatte eine Richtlinie, die das Enteisen bei laufendem Triebwerk untersagte. Die Flüssigkeit kann in die Triebwerke gelangen und von dort aus in die Lüftung. Der extrem giftige Rauch kann sich in der Kabine ausbreiten. Wenn Morwood beide Triebwerke abgeschaltet hätte, hätte er das Flugzeug nicht wieder starten können.
Ansonsten kann man ein Flugzeug aus dem Stand nur mit Hilfe eines Wagens starten, der die Druckluft liefert. Und Dryden verfügte nicht über ein solches Gerät. Die Anlage hätte aus Winnipeg eingeflogen werden müssen, und das wäre teuer geworden. Wenn er die Triebwerke abgeschaltet hätte, wäre die Maschine tatsächlich am Boden geblieben. Die Passagiere hätten auf Kosten der Airline in Hotels untergebracht werden müssen. Er wäre dafür verantwortlich gewesen und stand unter großem Druck. Nein. Überleg du dir was. In dem Telefonat ging es wohl um diese Möglichkeit und seine Unzufriedenheit damit. Aber er hatte keine andere Wahl. Es wird schlimmer. Was gibt's Neues? Ziemlich heftiger Schneefall. Sieht schlecht aus, aber die Startbedingungen sind erfüllt. Gut, wir haben viele Passagiere, die ihre Anschlussflüge kriegen wollen. Hoffen wir, dass das Wetter hält. Die Schneemenge auf den Tragflächen war innerhalb der zulässigen Grenzwerte. Was den Flug zum Scheitern verurteilte, befand sich unter dem Schnee. Der Treibstoff in den Tragflächen kann Temperaturen bis minus 40 Grad Celsius erreichen. Der kalte Treibstoff kühlt die Metalloberfläche der Tragflächen aus. Wenn der Schnee auf diese kalte Oberfläche trifft, gefriert er sofort zu einer kaum sichtbaren Eisschicht. Diesen Prozess nennt man Cold Soaking. Das behindert den Luftstrom auf den Tragflächen und stört den Auftrieb. Sag ihnen, dass wir jetzt starten. Kenora, Ontario, wir rollen gerade raus. Seine Entscheidung zu starten kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass er das Phänomen des Cold Soaking nicht bedacht hat. Also die Möglichkeit, dass sich Eis auf den Tragflächen befindet. Sag Kenora, dass wir bereit sind. Und Kenora, Dryden, Ontario. Vielleicht wollte er nicht die Konsequenzen für das Abschalten der Triebwerke tragen und entschied sich deshalb dafür, ohne Enteisung in Richtung Winnipeg zu starten. Er muss gedacht haben, dass sich das Eis beim Start löst. Das war ein Fehler. Ein tragischer Fehler. Aber Moschensky folgert, dass Captain Morwood trotz seines Fehlers nicht allein für den Absturz verantwortlich ist. Es war kein reiner Pilotenfehler. Eine Vielzahl von Faktoren war für den Unfall verantwortlich. Einer der wichtigsten Faktoren ist Air Ontarios Entscheidung, das Flugzeug ohne funktionierendes Hilfstriebwerk fliegen zu lassen. Sie schoben Wartungsarbeiten hinaus, weil nicht genug Ersatzteile da waren. Und dann mussten sie sich in ganz Kanada bei allen F-28-Betreibern Teile zusammenborgen. Das war klares Missmanagement seitens Air Ontarios. Die Ermittler stellen fest, dass die Airline durch extremes Sparen und die Fixierung auf Gewinn das Leben all ihrer Passagiere und Angestellten in Gefahr brachte. Die F-28 waren Neuinvestitionen für die Airline. Es sollte immer eine Besatzung in der Luft sein. Die Maschinen sollten fliegen und Geld einbringen. Nach langem Nachdenken über dieses Unglück kam ich zu dem Schluss, dass hier viele verschiedene Hände an den Hebel waren. Viele Menschen waren am Verlauf der Ereignisse beteiligt, die zu diesem tragischen Ausgang führten. Dieser Unfall war verhinderbar, aber alles hatte sich gegen die Piloten verschworen. Ich muss deswegen mal jemanden sprechen. Das Management von Air Ontario hatte keine Sicherheitskultur. Die Sicherheitskultur muss von der Firmenspitze bis nach unten reichen. Da er weiß, dass Dutzende Fokker F-28 weltweit fliegen, entscheidet sich Richter Moschensky für einen ungewöhnlichen Schritt. Er gibt den Bericht heraus, bevor die Untersuchung abgeschlossen ist. Er warnt vor der Anfälligkeit von Eisbildung und hebt die Notwendigkeit für häufiges Enteisen unter Winterbedingungen hervor. Schon eine kleine Menge Eis kann für eine F-28 katastrophal sein. 15 Monate später wird deutlich, dass Moschenskys Warnungen ungehört blieben.
Am 22. März 1992 bereitet sich US Air Flug 405 auf die Strecke von New York nach Cleveland vor. Die Maschine ist eine Fokker F-28 und es schneit. Es ist 1 Grad unter Null. Um 21 Uhr wurde der Jet zum zweiten Mal seit seiner Ankunft aus Florida enteist. In der letzten Stunde sind 2,5 cm Schnee gefallen und es sieht nicht aus, als würde es aufhören. USAF 405, Sie können zu Startbahn 13 rollen. Die Piloten bereiten sich auf den Start vor. Flug 405 ist eine Stunde und 45 Minuten hinter dem Zeitplan, als Captain Wallace Mejour in Richtung Startbahn rollt. Dann plötzlich... USAF 405, drehen Sie links und warten Sie. Verstanden, wir drehen links und warten. Um 21.07 Uhr muss Flug 405 in der Nähe der Startbahn 13 warten. Weitere 23 Minuten verstreichen. Der erste Offizier John Rashuba schaltet ein Licht an, das die Tragflächen beleuchtet. Er kontrolliert den rechten Flügel auf Eis. Er sieht keins. Sieht gut aus, soweit ich das sehen kann. USAF 405, Startbahn 13 frei zum Start. Obwohl seit dem letzten Enteisen 35 Minuten vergangen sind, ordnen die Piloten kein weiteres an. Startschub eingestellt. Temperatur okay. Alles läuft wie geplant. V1. Rotate. Bis die F-28 versucht abzuheben. Die Maschine hatte genug Geschwindigkeit, hob aber kaum ab. Die Tragflächen konnten das Gewicht nicht tragen. Sie wussten, dass sie in Schwierigkeiten steckten. 13 Sekunden nach dem Abheben stürzt Flug 405 an der Küste der Flushing-Bucht ab. Ich glaube nicht, dass irgendein Pilot je denkt, er stürzt ab. Sie versuchen bis zum Schluss, die Maschine zu retten. Der 51 Menschen an Bord sterben. Eine weitere Fokker F-28 ist mit tragischen Folgen abgestürzt. Als ich davon hörte, dachte ich, mein Gott, das ist Dryden nochmal. Nach wenigen Tagen vermutet der zuständige Ermittler Robert Benson Eis auf den Tragflächen als Hauptursache. Es ist sehr schwierig für einen Piloten, mit einem Blick über die Schulter nach hinten aus dem Fenster Eis auf den Tragflächen zu entdecken. Sieht gut aus, soweit ich das sehen kann. Der Kapitän stand vor einem Problem. Wenn er zum dritten Mal enteisen lassen wollte, hätte er zurück zur Parkposition fahren müssen und nochmal den Enteisungszug anfordern müssen. Startschub. So hätte er sich noch mehr verspätet und vielleicht sogar die Streichung des Fluges verursacht. Nach der ganzen Arbeit und all den Anstrengungen war es sehr frustrierend zu sehen, dass das noch einmal passiert. Es gab keine Vorschrift dafür, nach einer ausgedehnten Verspätung ein weiteres Enteisen anzufordern. Aber Richter Moschensky hatte in seinem Zwischenbericht auf die Gefahren langer Wartezeiten hingewiesen. Wenn Sie den Empfehlungen meines zweiten Zwischenberichtes gefolgt wären, hätte dieses Unglück verhindert werden können. Er hatte auch auf die Grenzen der damals benutzten Enteisungsflüssigkeit hingewiesen. Die sogenannte Typ-1-Flüssigkeit ist eine Mischung aus Frostschutz und Wasser. Diese Chemikalien sollen von den Tragflächen ablaufen, wenn man beschleunigt. Dadurch bleiben die Tragflächen sauber und können fehlerfrei funktionieren. Typ-1-Flüssigkeit wird heiß auf die Flugzeugoberfläche aufgetragen. Aber sie wirkt nicht lange. Typ 1 hat unter besten Bedingungen eine Wirksamkeitsdauer von ungefähr 15 Minuten. Unter schlechten Bedingungen, etwa bei Eisregen, kann die Wirkung unter 6 Minuten betragen. Bei den Ermittlungen der Air Ontario kam Moschenskys Team zu einem eindeutigen Fazit zur Wirksamkeit von Typ 1.
Selbst wenn Captain Morwood sein Flugzeug in Dryden enteisen lassen hätte, wir sind startbereit und rollen los, wir bitten Route nach Winnipeg, hätte es möglicherweise keinen Unterschied gemacht. Wartet kurz, Jungs. Könnt ihr kurz warten, wir haben hier oben schlechtes Wetter. Unglaublich. Flug 363 muss auf die Cessna 150 mit Landeproblemen warten. Sie hatten auf die Cessna gewartet, waren zurückgefahren und standen wieder in Position. Mittlerweile hatte sich ein heftiger Schneesturm entwickelt. Eis bildete sich auf den Tragflächen. Sogar wenn Morwood in der halben Stunde am Boden enteist hätte, wäre die Flüssigkeit durch die Verspätung vielleicht nicht mehr wirksam gewesen. Die Tragflächen wären wahrscheinlich wieder mit Eis bedeckt gewesen. Bei der Überprüfung der Air Ontario-Piloten stellte sich heraus, dass sie nur unzureichend über Enteisung, das Funktionieren von Enteisungsanlagen und die Zeit, die ein Flugzeug geschützt ist, informiert waren. Als der Unfall in New York geschah, fiel uns auf, dass es sich hier um denselben Flugzeugtyp handelte wie die Unglücksmaschine in Dryden. Auch die Umstände beider Unglücke waren ähnlich. Der Dryden-Bericht war eine Meisterleistung, die uns bei unseren Ermittlungen sehr geholfen hat. Richter Moschensky hat seinen Zwischenreport über ein Jahr vor dem Absturz von Flug 405 herausgebracht. Seine Vorschläge hätten den Absturz verhindern können. Moschensky deckt bald auf, dass fehlende Kommunikation 27 Menschen in New York das Leben kostete. Bei seinen Ermittlungen findet Richter Moschensky heraus, dass es ein weiteres Enteisungsmittel gab. Typ 2 ist dickflüssiger als Typ 1 und fließt nicht sofort vom Flugzeug ab. Das Enteisungsmittel Typ 2 ist viel klebriger. Es ist fast schleimig. Es hat eine Wirkungsdauer von bis zu 45 Minuten und verhindert Eisneubildung. Beim Start wird es von den Tragflächen geblasen. 15 Monate vor dem USR-Absturz empfiehlt Moschensky die vermehrte Verwendung der dickeren Typ-2-Flüssigkeit. Moschenskys Ermittler beschäftigen sich auch mit den Enteisungsmethoden am Pearson-Flughafen in Toronto. Wir organisierten ein Filmteam und beobachteten das Wetter, bis wir eine Vorhersage für Eisregen hatten. Wir haben eine Maschine gefunden, die auf dem Weg in die Karibik war. Die Ermittler deckten eine alarmierende Zeitlücke zwischen Enteisung und Start auf. Von der Enteisung der Maschine am Flugsteig bis zum Start vergingen ungefähr 45 Minuten. Es gab keinen Zweifel daran, dass Maschinen mit mehr oder weniger vereisten Tragflächen vom Pearson-Flughafen starteten. Wir sind dann zum O'Hare-Flughafen in Chicago gefahren. Der erste Flughafen, der Enteisungsstationen direkt an der Startbahn öffnete. Dort konnten wir sehen, wie sie entstanden sind und womit und wie enteist wird. Zur Zeit des USR-Absturzes gab es in LaGuardia keine Enteisung an der Startbahn, nur am Flugsteig. 15 Monate vor dem Absturz hatte Richter Moschensky die Positionierung der Enteisungsanlagen an der Startbahn statt am Terminal empfohlen. Er schlug auch vor, dass die Piloten die Tragflächen nicht nur aus dem Cockpit überprüfen, sieht gut aus, soweit ich das sehen kann, sondern auch aus der Kabine. USR 405, Startbahn 13 frei zum Start. Moschensky sagt, dass sein Bericht den Absturz von LaGuardia hätte verhindern können. Aber die nationale Flugbehörde behauptet, sie hätte den Bericht 1990 nicht bekommen und konnte deswegen die Informationen nicht an Fluglinien und Piloten weitergeben. Das lässt Richter Moschensky nicht gelten. Mein zweiter Zwischenbericht kam im, ich glaube, Dezember 1990 heraus.
Mehr als ein Jahr vor dem LaGuardia-Absturz. Wahrscheinlich lag er auf irgendeinem Tisch. Nach dem Absturz von Flug 363 gab es Dutzende Empfehlungen, die Leben retten können. Der Absturz von Flug 405 stellte sicher, dass diese weitestgehend umgesetzt wurden. Dryden hatte viele Folgen. Die Kommission gab 192 Empfehlungen. Es veränderte die Art, wie wir mit Vereisung von Tragflächen umgehen. Jetzt gibt es Enteisungsstationen an der Startbahn, damit Flugzeuge kurz vor dem Start enteist werden können. Das war ein direktes Ergebnis der Schlussfolgerungen der Dryden-Kommission. Heute benutzen die meisten Fluggesellschaften eine neue Enteisungsflüssigkeit. Typ 4 ist länger wirksam. Sie bleibt bis zu 2 Stunden auf der Tragfläche. Außerdem müssen die Fluglotsen den Piloten jetzt sagen können, wie lange sich ihr Start verzögert. Dryden war der erste Unfall, der nicht nur aufdeckte, was im Cockpit eines Flugzeugs passiert, sondern veranschaulichte auch die Auswirkungen der Unternehmenskultur. Es zeigte den Firmenchefs, dass sie sich nicht verstecken können, wenn Unfälle passieren. Der niederländische Hersteller Fokker ging 1996 pleite. Trotzdem flogen 2009 weltweit noch 55 Fokker F-28, meist in warmen Regionen. Heutzutage sollte niemand mehr bei einem Flug in einer Umgebung mit Schnee und Eis in einem Unfall durch Vereisung sein Leben verlieren. Wir haben alle dazugelernt. Hatte auch auf die Grenzen der damals benutzten Enteisungsflüssigkeit hingewiesen. Die sogenannte Typ-1-Flüssigkeit ist eine Mischung aus Frostschutz und Wasser. Diese Chemikalien sollen von den Tragflächen ablaufen, wenn man beschleunigt. Dadurch bleiben die Tragflächen sauber und können fehlerfrei funktionieren. Typ-1-Flüssigkeit wird heiß auf die Flugzeugoberfläche aufgetragen. Aber sie wirkt nicht lange. Typ 1 hat unter besten Bedingungen eine Wirksamkeitsdauer von ungefähr 15 Minuten. Unter schlechten Bedingungen, etwa bei Eisregen, kann die Wirkung unter 6 Minuten betragen. Bei den Ermittlungen der Air Ontario kam Moschenskys Team zu einem eindeutigen Fazit zur Wirksamkeit von Typ 1. Selbst wenn Captain Morwood sein Flugzeug in Dryden enteisen lassen hätte, wir sind startbereit und rollen los, wir bitten Route nach Winnipeg. Hätte es möglicherweise keinen Unterschied gemacht. Wartet kurz, Jungs. Könnt ihr kurz warten, wir haben hier oben schlechtes Wetter. Unglaublich. Flug 363 muss auf die Cessna 150 mit Landeproblemen warten. Sie hatten auf die Cessna gewartet, waren zurückgefahren und standen wieder in Position. Mittlerweile hatte sich ein heftiger Schneesturm entwickelt. Eis bildete sich auf den Tragflächen. Sogar wenn Morwood in der halben Stunde am Boden enteist hätte, wäre die Flüssigkeit durch die Verspätung vielleicht nicht mehr wirksam gewesen. Die Tragflächen wären wahrscheinlich wieder mit Eis bedeckt gewesen. Bei der Überprüfung der Air Ontario-Piloten stellte sich heraus, dass sie nur unzureichend über Enteisung, das Funktionieren von Enteisungsanlagen und die Zeit, die ein Flugzeug geschützt ist, informiert waren. Als der Unfall in New York geschah, fiel uns auf, dass es sich hier um denselben Flugzeugtyp handelte wie die Unglücksmaschine in Dryden. Auch die Umstände bei der Unglücke waren ähnlich. Der Dryden-Bericht war eine Meisterleistung, die uns bei unseren Ermittlungen sehr geholfen hat.
Richter Moschensky hat seinen Zwischenreport über ein Jahr vor dem Absturz von Flug 405 herausgebracht. Seine Vorschläge hätten den Absturz verhindern können. Moschensky deckt bald auf, dass fehlende Kommunikation 27 Menschen in New York das Leben kostete. Wenn wir weitere Gründe finden sollten, spielten Schnee und Eis auf den Tragflächen auf jeden Fall eine Rolle bei dem Unglück. Sonja Hardwick erzählt den Ermittlern, dass sie während des Starts etwas Ungewöhnliches beobachtete. Als wir abhoben, sah ich, dass die Tragflächen von einer Schicht grauem, glänzendem Eis bedeckt waren. Die Ermittler prüfen die Handbücher der F-28, um die Enteisungssysteme zu untersuchen. Sie finden heraus, dass nur die Vorflügel geschützt sind. Das Flugzeug hatte beheizte Vorflügel. Ich frage mich, ob das Enteisungssystem funktioniert hat. Die Wärme kam von der Abzweigluft der Kompressoren am Triebwerk. Sie hatten die Entlüftungsventile gefunden, welche die Abwärme der Triebwerke zu den Vorflügeln leiten. Ein Test bewies, dass sie funktionierten. Das Enteisungssystem funktionierte. Da aber lediglich die Vorflügel beheizt waren, wurde das Eis auf den Tragflächen von Flug 363 nicht entfernt. Die Ermittler vermuten, dass Schnee- und Eisansammlungen auf den Tragflächen bei dem Absturz eine wichtige Rolle gespielt haben. Um diesen Verdacht zu bestätigen, arbeiten Rohrer und sein Team mit Ingenieuren von Fokker zusammen. Danke, dass ihr da seid. Ich bin gespannt, was ihr habt. Der Chefingenieur Jack Van Hanks verfügte über ausführliche aerodynamische Studien und Daten zu den Effekten von Eis und Schnee auf die F-28. Die Fokker-Ingenieure simulieren den Absturz. Sie konnten aussagekräftige Daten zum Flugverhalten der Maschine sammeln, indem sie unterschiedliche Fracht, Temperaturen und so weiter simulierten. Die Ermittler machen eine entscheidende Entdeckung über den Aufbau der F-28. Wegen des Winkels, in dem die Tragflächen angebracht sind, führt schon eine kleine Menge Eis zu einem Strömungsabriss. Sie schlossen daraus, dass schon eine Kleinstmenge Eis auf den Flügeln den Luftstrom stört und den Auftrieb behindert. Das beantwortet eine Menge Fragen. Die Simulationen stützen die Augenzeugenberichte. Sie hob kaum ab, die Tragflächen senkten sich, sie verloren Auftrieb, streifte die Bäume und verlangsamte sich, bis sie abstürzte. Die Experten sind sich sicher, dass die vereisten Tragflächen den Absturz verursacht haben. Aber unklar ist, warum die Maschine vor dem Start nicht unterschiedliche Fracht, Temperaturen und so weiter simulierten. Die Ermittler machen eine entscheidende Entdeckung über den Aufbau der F-28. Wegen des Winkels, in dem die Tragflächen angebracht sind, führt schon eine kleine Menge Eis zu einem Strömungsabriss. Sie schlossen daraus, dass schon eine Kleinstmenge Eis auf den Flügeln den Luftstrom stört und den Auftrieb behindert. Das beantwortet eine Menge Fragen. Die Simulationen stützen die Augenzeugenberichte. Sie hob kaum ab, die Tragflächen senkten sich, sie verloren Auftrieb, streifte die Bäume und verlangsamte sich, bis sie abstürzte. Die Experten sind sich sicher, dass die vereisten Tragflächen den Absturz verursacht haben. Aber unklar ist, warum die Maschine vor dem Start nicht enteist wurde. Fast alle Flughäfen in kalten Regionen verfügen über Enteisungsanlagen, so auch Dryden. Aber Captain Morwood hatte keine Enteisung angefordert. Es wird schlimmer. Was gibt's Neues? Und wird sich nicht vor dem späten Nachmittag aufklären. Verstanden. Die Ermittler müssen herausfinden, warum. Sie wollen verstehen, warum er sein Leben riskierte? Hoffen wir, dass das Wetter hält. Und
und das der 68 anderen Menschen an Bord von Flug 363. Die Ermittler arbeiten sich durch George Morwoods Flugaufzeichnungen und seine Berufslaufbahn. Sie befragen Kollegen auf der Suche nach Hinweisen für sein Verhalten. Captain Morwood war ein sehr erfahrener Pilot der alten Schule. Er war der Ansicht, dass Dinge anständig gemacht werden sollten und hatte klare Vorstellungen von richtig und professionell. Er war immer sehr besorgt um die Passagiere. Ihm war es wichtig, dass sie pünktlich am Ziel ankamen. Air Ontario war eine wachsende Firma. Es war ihr erster Ausflug in die Arbeit mit Jets. Ich bin sicher, dass Captain Morwood nicht immer mit allem einverstanden war. Und ich bin sicher, dass er es die Verantwortlichen hat wissen lassen. Morwoods Vergangenheit zeigt, dass er wegen Vereisung schon Flüge verschoben und abgesagt hat. Rora ist verblüfft. Warum hat er in Dryden keine Enteisung verlangt? Ein Pilot, der an dem Tag in Dryden war, liefert einen Teil der Antwort. Er hörte, wie Morwood mit Air Ontario telefonierte. Das versuche ich Ihnen zu sagen. Die Bäume am Ende der Startbahn 29 geben Ermittler David Rohrer und seinem Team wichtige Hinweise zum Absturz der F-28. Das Flugzeug bekam am Ende der Startbahn durch den sogenannten Bodeneffekt Auftrieb, stieg aber nicht auf und schnitt die Baumspitzen ab. Die Baumspitzen sind abgetrennt. Sie sind nie geflogen. Es gab 24 Tote, inklusive zweier Piloten und einer Stewardess. Sie haben bis zuletzt ihren Job gemacht. Man will ihnen gerecht werden, aber man muss auch fair sein. Wenn Fehler gemacht wurden, dann müssen sie in Ordnung gebracht werden. Aus dem Heck des Wracks bergen die Ermittler die beiden Blackboxes der F-28, den Flugdatenschreiber und den Stimmenrekorder. Die Geräte können bis zu 30 Minuten lang Temperaturen von bis zu 1100 Grad Celsius standhalten. Die Ermittler finden heraus, dass die Magnetbänder der Rekorder durch extreme Hitze stark beschädigt sind. Man schätzt, dass der Flugschreiber mindestens 90 Minuten lang einer Temperatur von 1100 Grad Celsius ausgesetzt war. Die Daten sind nicht mehr zu retten. Das war ein schwerer Rückschlag für uns. Wir mussten unsere gesammelten Informationen nun von neutraler Seite verifizieren lassen. Wir wollten gerade aus Thunder Bay los, als man uns 10 weitere Passagiere zuteilte. Die Ermittler müssen sich auf Augenzeugenberichte verlassen, um die Ereignisse zu rekonstruieren, die zu dem fatalen Fehlstart führten. Sie finden heraus, dass die F-28 in Winnipeg gestartet war und planmäßig nach Thunder Bay und wieder zurückfliegen sollte, mit einem Zwischenstopp in Dryden. Aber in Thunder Bay änderte sich der Plan. Die Streichung eines anderen Fluges zwang die Besatzung dazu, 10 weitere Passagiere an Bord zu nehmen. Bei den Kalkulationen merkten sie dann, dass wir zu schwer waren und etwas abgeladen werden musste. Okay, dann lass uns etwas Treibstoff entladen. Sie luden Treibstoff ab, damit wir das richtige Gewicht hatten. Dispatch Ontario 363. Der Flug verspätete sich um eine Stunde. Das zusätzliche Gewicht der neuen Passagiere lässt der Besatzung keine Wahl. Sie muss Treibstoff loswerden, um das Gewicht der Maschine zu verringern. Das bedeutet, dass sie in Dryden für den Rückflug nach Winnipeg mehr als üblich auftanken muss. Die US-Ermittler ist es ein klarer Fall. Dieser Unfall war für uns keine große Überraschung. Die kanadischen Ermittler sind fassungslos. Sie wissen, der Unfall in New York hätte nie geschehen dürfen. Als ich es hörte, habe ich gedacht, mein Gott, das ist Dryden nochmal. 3 Jahre zuvor hatten umfassende Unfallermittlungen in Kanada die Anfälligkeit eines Flugzeugs aufgedeckt und Hinweise zur Verhinderung weiterer Unglücke gegeben.
Wenn Sie den Vorschlägen in meinem Report gefolgt wären, hätte der Absturz bei LaGuardia verhindert werden können. Der LaGuardia-Absturz macht deutlich, die Warnung kam nie bei den richtigen Leuten an. März 1989. Es ist 11.39 Uhr am Dryden Flughafen in Ontario. Es gibt leichten Schneefall, als Air Ontario Flug 363 auf dem Weg von Thunder Bay nach Winnipeg in der abgelegenen Gemeinde Halt macht. Die Passagiere bleiben an Bord, während die Maschine aufgetankt wird. Für Flugbegleiterin Sonja Hardwick und die Crew an Bord der Fokker F-28 war es ein frustrierender Tag voller Verspätungen. Big, fluffy, white snowflakes. Große, flaumige Schneeflocken fielen langsam auf die Erde und es war sehr düster. Ich dachte mir, das bedeutet, dass wir uns mal wieder verspäten würden. Ich glaube nicht, dass wir es pünktlich nach Winnipeg schaffen. Es ist Freitag, der Beginn der Märzferien. Der Flug ist bereits eine Stunde verspätet. Eine weitere Verspätung könnte die Ferienpläne der 69 Passagiere und Crew gefährden. Es waren viele Familien auf dem Weg in die Ferien an Bord. Die meisten wollten in den Skiurlaub und waren wegen ihrer Weiterreise von Winnipeg besorgt. Kenora Dryden, hier ist Ontario 363. Ontario 363, Kenora. Als der erste Offizier Keith Mills die Wetterbedingungen abfragt, kommt Captain George Morwood gerade von einem Telefonat im Flughafengebäude zurück. Es wird schlimmer. Was gibt's Neues? Und wird sich nicht vor dem späten Nachmittag aufklären. Verstanden. Ziemlich heftiger Schneefall. Sieht schlecht aus, aber die Startbedingungen sind erfüllt. Gut. Wir haben viele Passagiere, die ihre Anschlussflüge kriegen wollen. Hoffen wir, dass das Wetter hält. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Die Sichtweite wird geringer. Wenn die Maschine nicht... Richter, vorzugsweise mit Flugerfahrung. Moschensky ist erfahrener Pilot mit 33 Jahren Flugerfahrung. Er wird eng mit Absturzermittler David Rohrer und Flugberater Frank Black zusammenarbeiten. Als erstes untersucht das Team die technischen Systeme der Maschine. Das elektrische System, die Hydraulik, das Treibstoffsystem, alle diese Systeme wurden untersucht im Hinblick darauf, was sie zum Unglück beigetragen haben und welche Trümmerteile für die Unfallforschung noch zu gebrauchen sind. Sonja Hardwick erinnert sich an einen beunruhigenden Vorfall an Bord derselben Maschine, nur Tage vor dem Absturz. Dies deutet auf einen Systemfehler hin. Ich glaube, es war Montag oder Dienstag. Nach dem Start war überall im Flugzeug Rauch und ein furchtbarer Gestank. Ich dachte, es brennt im Waschraum. Aber weder im Waschraum noch sonst irgendwo in der Kabine brennt es. Es hieß, dass Öl im Hilfstriebwerk dafür verantwortlich war und dass das bei jedem Start an dem Tag passieren würde. Das APU oder Hilfstriebwerk generiert die Energie für den Start der Triebwerke. Verursachte brennendes Öl im Hilfstriebwerk ein Feuer, das zum Absturz von Flug 363 führte? Rohrer sucht in den Logbüchern nach dem APU und macht eine überraschende Entdeckung. Das Hilfstriebwerk funktionierte am Tag des Absturzes nicht. Es konnte das Feuer nicht verursacht haben. Vielleicht hat das funktionsuntüchtige Hilfstriebwerk trotzdem eine Rolle in der Tragödie gespielt. Die Ermittler finden heraus, dass die Piloten in Dryden eine riskante Entscheidung treffen mussten. Normalerweise verlässt sich der Kapitän auf das APU für den Neustart der zum Auftanken abgeschalteten Triebwerke. Aber ohne das APU konnte er die Triebwerke nicht ausschalten. Das bedeutet, dass Flug 363 mit einem laufenden Triebwerk auftankte. Captain Morwood musste mit Passagieren an Bord Treibstoff aufnehmen. Er musste ein Triebwerk anlassen und auftanken.
Diese Praxis ist nicht gegen die Vorschriften, aber möglicherweise auslaufender Treibstoff macht sie gefährlich. In Toronto starb 1973 ein Wartungsarbeiter, als eine Air Canada DC-8 während des Betankens abbrannte. Es ist keine gängige Praxis. Könnte die Art des Betankens die Triebwerke beschädigt haben? Greifen musste ich, dass was schief läuft. Innerhalb von 24 Stunden ist ein Ermittlerteam der kanadischen Flugsicherheit CASB an der Unglücksstelle. Man kommt dort mit der Hoffnung an, herauszufinden, was passiert ist und aus welchen Gründen und wie es in Zukunft verhindert werden kann. Zuerst sind wir die gesamte Strecke des Flugzeugs bis zum Ende der Startbahn abgelaufen und dann die Flugstrecke bis zur Absturzstelle. Ich wollte alles dokumentieren und machte viele Fotos. An einer Absturzstelle überwältigen einen zwei Dinge: der Geruch von Kerosin und der Geruch von Tod. And the smell of death. Die Bäume am Ende der Startbahn 29 geben Ermittler David Rohrer und seinem Team wichtige Hinweise zum Absturz der F-28. Das Flugzeug bekam am Ende der Startbahn durch den sogenannten Bodeneffekt Auftrieb, stieg aber nicht auf und schnitt die Baumspitzen ab. Die Baumspitzen sind abgetrennt. Sie sind nie geflogen. Es gab 24 Tote, inklusive zweier Piloten und einer Stewardess. Sie haben bis zuletzt ihren Job gemacht. Man will ihnen gerecht werden, aber man muss auch fair sein. Wenn Fehler gemacht wurden, dann müssen sie in Ordnung gebracht werden. Aus dem Heck des Wracks bergen die Ermittler die beiden Blackboxes der F-28, den Flugdatenschreiber und den Stimmenrekorder. Die Geräte können bis zu 30 Minuten lang Temperaturen von bis zu 1100 Grad Celsius standhalten. Die Ermittler finden heraus, dass die Magnetbänder der Rekorder durch extreme Hitze stark beschädigt sind. Man schätzt, dass der Flugschreiber mindestens 90 Minuten lang einer Temperatur von 1100 Grad Celsius ausgesetzt war. Die Daten sind nicht mehr zu retten. Das war ein schwerer Rückschlag für uns. Wir mussten unsere gesammelten Informationen nun von neutraler Seite verifizieren lassen. Wir wollten gerade aus Thunder Bay los, als man uns 10 weitere Passagiere zuteilte. Die Ermittler müssen sich auf Augenzeugenberichte verlassen, um die Ereignisse zu rekonstruieren, die zu dem fatalen Fehlstart führten. Das Gewicht- und Schwerpunktformular für den Start in Dryden wurde nicht wie erforderlich abgeholt, sondern verbrannte im Flugzeug. Rohrer muss für die Berechnung des Passagier- und Gepäckgewichts die Durchschnittswerte von Air Ontario nutzen. Mithilfe dieser Daten und den Treibstoffaufzeichnungen des Flughafens kann er das Startgewicht schätzen. Wir wussten, wie viele Menschen an Bord waren. Wir wussten, wie viel Gepäck die Maschine geladen hatte und wir kannten die Treibstoffmenge. Er schätzt, dass die F-28 zwischen 28 und 29 Tonnen wog. Das maximale Startgewicht war 29,5 Tonnen, also war das Flugzeug nicht überladen. Der Grund für den Absturz bleibt ein Rätsel. Nach 18-tägigen Ermittlungen beauftragt die kanadische Regierung, Richter Virgil Moshensky eine weiterreichende Untersuchung aller Faktoren durchzuführen, die zur Air Ontario-Tragödie geführt haben könnten. Die Regierung suchte einen erfahrenen Prozessrichter, vorzugsweise mit Flugerfahrung. Moshensky ist erfahrener Pilot mit 33 Jahren Flugerfahrung.
Er wird eng mit Absturzermittler David Rohrer und Flugberater Frank Black zusammenarbeiten. Als erstes untersucht das Team die technischen Systeme der Maschine. Das elektrische System, die Hydraulik, das Treibstoffsystem. Alle diese Systeme wurden untersucht im Hinblick darauf, was sie zum Unglück beigetragen haben und welche Trümmerteile für die Unfallforschung noch zu gebrauchen sind. Sonja Hartwig erinnert sich an einen beunruhigenden Vorfall an Bord derselben Maschine, nur Tage vor dem Absturz. Dies deutet auf einen Systemfehler hin. Ich glaube, es war Montag oder Dienstag. Nach dem Start war überall im Flugzeug Rauch und ein furchtbarer Gestank. Ich dachte, es brennt im Waschraum. Aber weder im Waschraum noch sonst irgendwo in der Kabine brennt es. Es hieß, dass Öl im Hilfstriebwerk dafür verantwortlich war und dass das bei jedem Start an dem Tag passieren würde. Das APU oder Hilfstriebwerk generiert die Energie für den Start der Triebwerke. Verursachte brennendes Öl im Hilfstriebwerk ein Feuer, das zum Absturz von Flug 363 führte? Rohrer sucht in den Logbüchern nach dem APU und macht eine überraschende Entdeckung. Das Hilfstriebwerk funktionierte am Tag des Absturzes nicht. Es konnte das Feuer nicht verursachen. Es wird schlimmer. Was gibt's Neues? Und wird sich nicht vor dem späten Nachmittag aufklären. Verstanden. Die Ermittler müssen herausfinden, warum. Sie wollen verstehen, warum er sein Leben riskierte. Hoffen wir, dass das Wetter hält. Und dass der 68 anderen Menschen an Bord von Flug 363. Die Ermittler arbeiten sich durch George Morwoods Flugaufzeichnungen und seine Berufslaufbahn. Sie befragen Kollegen auf der Suche nach Hinweisen für sein Verhalten. Captain Morwood war ein sehr erfahrener Pilot der alten Schule. Er war der Ansicht, dass Dinge anständig gemacht werden sollten und hatte klare Vorstellungen von richtig und professionell. Er war immer sehr besorgt um die Passagiere. Ihm war es wichtig, dass sie pünktlich am Ziel ankamen. Air Ontario war eine wachsende Firma. Es war ihr erster Ausflug in die Arbeit mit Jets. Ich bin sicher, dass Captain Morwood nicht immer mit allem einverstanden war. Und ich bin sicher, dass er es die Verantwortlichen hat wissen lassen. Morwoods Vergangenheit zeigt, dass er wegen Vereisung schon Flüge verschoben und abgesagt hat. Rohrer ist verblüfft. Warum hat er in Dryden keine Enteisung verlangt? Ein Pilot, der an dem Tag in Dryden war, liefert einen Teil der Antwort. Er hörte, wie Morwood mit Air Ontario telefonierte. Das versuche ich Ihnen zu sagen. Er war frustriert und sehr besorgt um seine Passagiere. Morwood beschwert sich bei den Piloten über die Fluggesellschaft. Diese Typen. Weißt du, wie schwer wir waren, bevor wir aus Thunder Bay los sind? 29,9 Tonnen. Ich musste Treibstoff abladen. Jetzt das. Was soll ich jetzt machen? Nein. Überleg du dir was. Augenzeugen geben an, dass er sehr wütend war, als er das Flughafengebäude verließ. Die Ermittler fragen sich, was der Auslöser dafür war. Sie versuchen, den Tag des Piloten am 10. März zu rekonstruieren. Das war der fünfte Tag einer langen Arbeitswoche für Captain Morwood. Am nächsten Tag wollte er mit seiner Familie in den Skiurlaub. Vor seinem ersten Flug dieses Tages findet er heraus, dass das Hilfstriebwerk der Maschine immer noch nicht funktioniert. In Thunder Bay gibt es noch mehr schlechte Nachrichten. Nach dem Neubetanken muss Morwood 10 weitere Passagiere aufnehmen. Deshalb muss er Treibstoff abladen und verliert noch mehr Zeit. Unser Flugplan ist dahin. Ich muss deswegen mal jemanden sprechen. Das Management von Air Ontario hatte keine Sicherheitskultur. Die Sicherheitskultur muss von der Firmenspitze bis nach unten reichen.
Da er weiß, dass Dutzende Fokker F-28 weltweit fliegen, entscheidet sich Richter Moschensky für einen ungewöhnlichen Schritt. Er gibt den Bericht heraus, bevor die Untersuchung abgeschlossen ist. Er warnt vor der Anfälligkeit von Eisbildung und hebt die Notwendigkeit für häufiges Enteisen unter Winterbedingungen hervor. Schon eine kleine Menge Eis kann für eine F-28 katastrophal sein. Fünfzehn Monate später wird deutlich, dass Moschenskys Warnungen ungehört blieben. Am 22. März 1992 bereitet sich US Air Flug 405 auf die Strecke von New York nach Cleveland vor. Die Maschine ist eine Fokker F-28 und es schneit. Es ist 1 Grad unter Null. Um 21 Uhr wurde der Jet zum zweiten Mal seit seiner Ankunft aus Florida enteist. In der letzten Stunde sind 2,5 cm Schnee gefallen und es sieht nicht aus, als würde es aufhören. USAF 405, Sie können zu Startbahn 13 rollen. Die Piloten bereiten sich auf den Start vor. Flug 405 ist eine Stunde und 45 Minuten hinter dem Zeitplan, als Captain Wallace Mejour in Richtung Startbahn rollt. Dann plötzlich... USAF 405, drehen Sie links und warten Sie. Verstanden, wir drehen links und warten. Um 21.07 Uhr muss Flug 405 in der Nähe der Startbahn 13 warten. Weitere 23 Minuten verstreichen. Der erste Offizier John Reschuba schaltet ein Licht an, das die Tragflächen beleuchtet. Er kontrolliert den rechten Flügel auf Eis. Er sieht keins. Sieht gut aus, soweit ich das sehen kann. USAF 405, Startbahn 13 frei zum Start. Obwohl seit dem letzten Enteisen 35 Minuten vergangen sind, ordnen die Piloten kein weiteres an. Startschub eingestellt. Temperatur okay. Alles läuft wie geplant. V1. Rotate. Bis die F-28 versucht abzuheben. Die Maschine hatte genug Geschwindigkeit, hob aber kaum ab. Die Tragflächen konnten das Gewicht... Wegfreigabe nach Winnipeg. Wartet kurz, Jungs. Könnt ihr kurz warten, wir haben hier oben schlechtes Wetter. Die dringende Bitte um Landeerlaubnis eines Flugzeugs... Unglaublich. ...lässt Captain Morwood keine andere Möglichkeit. Er muss den Start verzögern. Okay, 363 wartet. Wir müssen kurz warten, bis ein kleines Flugzeug sicher gelandet ist. Entschuldigung, Leute. Das ist nicht unser Tag. In den 2 Jahren, die ich für Air Ontario geflogen bin, ist mir so etwas noch nie passiert. Die Cessna 150 landet sicher und macht die Startbahn für Flug 363 frei. Sag ihnen, dass wir sofort starten. Kenora, Ontario, wir rollen gerade raus. 363, Dryden. Mit einer Stunde Verspätung rollt die Maschine endlich zur Startposition 29. Als wir zu unserer Startposition rollten, schneite es stark und ich konnte die Baumlinie nicht mehr sehen. Es war, als würde man durch einen Schleier schauen. Bitte entschuldigen Sie die Verspätung. Flugbegleiter, nehmen Sie Ihre Plätze für den Start ein. Um 12.09 Uhr ist Flug 363 startbereit. Sagen Sie Kenora, dass wir bereit sind. Kenora, Dryden, Ontario, 363 ist bereit zu 29 in Dryden zu rollen. Ontario, 363, Kenora, roger. Captain Morwood fährt die Triebwerke kurz hoch. Durch das Erhitzen werden sie von Schnee und Eis befreit. Dann beschleunigt er zum Start. Beim Start bin ich normalerweise sehr still und konzentriert. In Gedanken gehe ich akribisch die Checkliste für Notfälle durch. V1. Die F-28 erreicht Startgeschwindigkeit. Rotate. 148 Stundenkilometer. Arm
Unser Start war so langsam und schwerfällig wie der Gang eines trägen Menschen, der einen Berg hochgeht. Es ist offensichtlich etwas nicht in Ordnung. Die F-28 hat Schwierigkeiten hochzukommen. Wir streiften die Bäume und die Maschine fing an zu wackeln. Ich dachte, oh Gott, wir stürzen ab. Plötzlich war die Hölle los. Es fühlte sich an, als steckten wir in einem Mixer. Wir neigten uns nach links und rechts. Der Pilot versuchte, die Maschine hochzukriegen. Dann gab es plötzlich einen Energieschub. Die Maschine schien sich zu stabilisieren.